Hallo liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zum ersten Spieltag in der Saison 2020-2021. Meinem geliebten 1. FC Kaiserslautern wird die große Ehre zuteil, die anstehende Spielzeit zu eröffnen. Und das nicht mit einem 0815 Spiel, sondern direkt einer wirklich interessanten Begegnung. Denn auf Deutschlands höchstem Fußballberg treffen die von Aufstiegsambition nur so überquellenden roten Teufel auf die gerade erst abgestiegenen und natürlich direkt wieder aufsteigen wollenden Jungs von Dynamo Dresden. Die Ausgangsposition der beiden anstehenden Kontrahenten könnte unterschiedlicher kaum sein. Denn beide Teams mussten ihr erstes Pflichtspiel der Saison bereits vor einigen Tagen in der ersten DFB-Pokalrunde absolvieren. Während der FCK sein Können gegen den SSV Jahn Regensburg unter Beweis stellen musste, trat Dynamo Dresden gegen den Ex-Liga-Konkurrenten, den HSV, an. Und die Lauterer spielten... Ach, schaut es euch einfach an. Oha! Nein, doch nicht so! Kennt ihr doch damit auf her? Ich sehe das erst 17 Sekunden später! Oha! Oh nein! Matze? Oh, Alter, ich kenn Kotze! Guck das an! Ach, leck mich doch grad am Arsch, Mann! Was macht denn das für ein Spielzug? Warum kommt man sowas so zulassen? Ja. Mann, was macht denn hier? Sind die denn? Jetzt wohl an! Kann man das nicht ein bisschen kontrollierter erklären? Es ist doch furchtbar! Guck dir das doch mal an! Danke, Kumpel. Und nein! Oh Mann! Zugtritt. Ja! Ja! Ja, Mann, locker. Komm los, trink, Mann. Ja, Mann! Ja, Mann! Aber wisst ihr, was der Witz war? Ich wollte mich mit euch drehen. Ich wollte mich mit euch drehen und hab dann gedacht, nein, jetzt wart. Weil ich könnte ja so, dass ich mich veräpple wollte. Lautere von rechts. Oh, nein! Ach, der hätte doch Basse kennen, Mann! Alles klar. Gelb-Rot! Yes! Gelb-Rot, Lautre Überzeit. So, Lautre Freistoß. Halb rechts. Kommt Roy. Au! Oh! Jawohl! Ja! 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 Vorbei. Abseits! Abseits! Nee, Abseits! Ach, komm. Ey, guck das an! Oh, nie im Leben lang, nie im Leben! Mit dem Arm vielleicht! Ich will das doch aber nicht mit dem Arm kein Tor machen, Mann! Okay, Jan Regensburg fängt an. Elfmeter kommt. Oh. Ohne links. Aber er ist in die richtige Ecke gesprungen. Ja. Jawohl! Drin. War zwar nicht meine Richtung, aber drin. Super, ey. Drin ist er. Super, ey. Vollkommen super. Egal, wie er ist drin. Super, ey. Aber Dormann ruft mich her, der ist auch rechts in Spruch. Guck. Schwitzhände. Och, Mann. Drin. Ja, mach das vorne. Lauter. Laft on. Zieht ab. Oh, nein! Nein! Scheiße! Kalte! Nein. Drin. Sieht ab, ist drin. Ja. Und dann Kalte! Ja! Ja! Ich hab's nicht gesehen, ich hab den Ball einfach nicht gesehen. Ja, Mann! Ja! Ich hab gedacht, der war drin. Ja! Drin. Ausgleich. Sehr, sehr gut. So, komm, mach den ganz noch einmal. Eine Halle. Ah, drin. War schön geschossen. Komm mal an. Lautra Laft. Oh, zieht ab. Oh, fuck. Kalte. Das war's. So sind wir also schon in der ersten Runde rausgeflogen. Aber ihr kennt meinen Optimismus und auch dieser Situation kann ich etwas Positives abgewinnen. So können wir uns nämlich voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Und auch das ganze Gerede von vielen Leuten, wie schlecht doch dieses Spiel war, kann ich definitiv nicht teilen. Okay, die erste Hälfte war definitiv
Scheiße. Absolut zum Vergessen brauchen wir gar nicht drüber reden. Doch in der zweiten Halbzeit, der dritten und der vierten Halbzeit dominierten wir durchgehend. Insbesondere in der Verlängerung zeigten die Lautra, was sie spielerisch drauf haben und setzten den SSV fast konsequent unter Druck. Und wäre das reguläre Tor, welches ja angeblich abseits gewesen sein soll, nicht zurückgepfiffen worden, hätten wir auch meines Erachtens nach verdient gewonnen. Aber gut, Tatsachenentscheidung, so ist es nun mal. Darum müssen wir mit der Situation umgehen, weiterleben. Der anstehende Gegner spielte da doch etwas besser als wir. Vor 10.053 Zuschauern im heimischen Stadion trafen diese, wie bereits erwähnt, auf den HSV. Es fielen insgesamt 5 Tore. 4:1 gewann Dynamo und schickte die Hamburger so mit einer herben Blamage zurück in die Heimat. Großen Respekt für diese Leistung. Getreu dem Motto, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, kam es nach dem Abpfiff zu einer wirklich unschönen Szene. Nachdem ein Anhänger der SGD einen Hamburger Spieler beleidigte, ereignete sich folgende Situation. Hat sich Dynamo Dresden offiziell, wie ihr hier lesen könnt, für diesen Vorfall entschuldigt. Eine Geste, die ich wirklich zu schätzen weiß und absolut gut finde. Jedoch ist die Art und Weise doch ein wenig übertrieben, denn auf diese Art wirkt es tatsächlich so, als würde der Ausraster von Leistner legitimiert, was ich ebenfalls nicht in Ordnung finde. Versteht mich nicht falsch, Beleidigungen gegen Einzelne, insbesondere in einer derart extremen Form, die möchte ich hier auf gar keinen Fall wiederholen, denn das ging wirklich weit unter die Gürtellinie, gehen gar nicht. Jedoch ist auch der Schritt zwischen Verbalität und Körperlichkeit doch schon eine richtig krasse Sache. Und ich muss sagen, dass ich das Verhalten von Leistner nicht nachvollziehen kann. Punkt, Schluss, fertig, aus. Er ist Profi, er sollte damit leben können, auch wenn die Beleidigung wirklich ekelhaft war. Dennoch muss er da leider drüber stehen. Und Gewalt ist und bleibt einfach nur die Sprache der absolut Dummen. Wobei die Aussage des Fans ebenso dumm war. Also von daher, machen wir einfach weiter. Dynamo Dresden ist also eine Runde weiter, doch heute heißt es im ersten Ligaspiel zeigen, was sie können. Denn im Spitzenspiel beim Kellerduell gibt es ein wirklich enges Tabellenverhältnis, so möchte ich das Ganze mal nennen. Schaut es euch an, unfassbar, so knapp war es. Ja, ich weiß, der Witz funktioniert nicht. Ihr kennt euch gut genug mit Fußball aus, um zu wissen, dass es am Anfang noch so aussieht. Aber jetzt mal nur so was Lustiges nebenbei. Hier seht ihr gerade ganz viele Fotos von Videotext-Tabellen, die einfach unterschiedlich sortiert sind. Manchmal kann ich es nachvollziehen, manchmal aber auch nicht. Einfach total strange, wie lustig die manchmal durcheinander gewürfelt sind. Hier aber jetzt, wie üblich, die Kicker-Tabelle, in welcher ihr einfach nur nochmal alle Mannschaften auf einen Blick habt, denke ich. Denn, ja, meinen Favoriten oder was, kann man hier raus jetzt auf gar keinen Fall sehen. Jetzt bin ich aber wirklich sehr gespannt auf die anstehende Partie gegen die Jungs aus Sachsens Landeshauptstadt. Rund 570 Kilometer weit ist die Reise von Dresden ins Herz der Pfalz. Und diese Strecke müssen sie leider ohne eigene Anhängerschaft antreten. Denn obwohl im Fritz-Walter-Stadion rund 5000 Fans zugelassen werden, dürfen leider weiterhin keine Gäste anwesend sein. Eine Tatsache, die mir nach wie vor so gegen den Strich geht, dass ich weiterhin nicht ins Stadion gehen werde. Keine Gästefans, nicht singen, nur sitzen, kein Alkohol, Abstand halten, auch beim Torjubel, das ist nicht meine Art von Fußball und nicht die Art, wie ich diesen Sport zelebrieren möchte. Aber kommen wir zurück zur anstehenden Partie am Freitag. Dies ist die insgesamt 18. Begegnung der beiden Teams und die Statistik spricht ganz klar für den FCK. 17 bisherige Spiele, 11 Siege für die Roten Teufel, nur 2 Punkteteilungen und lediglich 4 Siege für die schwarz-gelben Gäste. Die letzten 4 Spiele durfte ich live im Stadion erleben und darum tut es mir umso mehr leid, nicht auf dem Betze dabei sein zu können. Denn die Stimmung war damals einfach nur grandios. Von beiden Seiten volle Power, 90 Minuten. Schaut es euch an. Du bist der Schalke, 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 du bist der Schalke
Wirklich, Leute, mir blutet das Herz, wenn ich das sehe. Es macht mich so traurig. Ich vermisse das Stadion. Wirklich. Aber kommen wir von heißen Emotionen zurück zu eiskalten Fakten, und zwar dem Transfermarktwert. Hier sieht man, dass die Lautra rund 2 Millionen Euro weniger wiegen als die SGD. Aber Geld schießt keine Tore. Man kann wirklich alles versuchen, für sich auszulegen, oder? Nein, wirklich ernsthaft, ich gehe von einer spannenden, energetischen, leidenschaftlichen und umkämpften Partie aus. Wenn die Dresdner so aufdrehen wie am Montag und die Lautra so spielen wie nach der ersten Halbzeit am vergangenen Sonntag, dann wird das richtig krank, was wir da geliefert bekommen. Ich bin so gespannt und absolut gehypt für diese Begegnung und hoffe selbstverständlich auf einen Sieg für meinen geliebten 1. FC Kaiserslautern. Doch bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, möchte ich eine Sache erwähnen, die mir wirklich ganz extrem am Herzen liegt. In der Vergangenheit wurden bei derartigen Spielen zwischen Ost- und Westverein immer wieder Beleidigungen von Wessis gegen Ossis und umgekehrt ausgesprochen. Das ist etwas, was mich als friedliebenden Menschen wirklich unglaublich enttäuscht und wütend macht. Da grenzen sich Menschen freiwillig voneinander ab wegen einer erdachten Linie auf einer Landkarte und beleidigen sich wegen ihrer Herkunft. Und als wenn das nicht schon dumm genug wäre, sich gegenseitig wegen seiner Herkunft zu beleidigen, liegt das Ganze auch noch beides in Deutschland. Also noch grenzdebiler geht es einfach nicht. Wir leben in so beschissenen Zeiten, Solidarität, Zusammenhalt, Gemeinschaftssinn und alles füreinander zu geben. Das sind die wichtigen Tribute, die wir aktuell leben sollten. Um nicht, oh ihr scheiß Wessis, oh ihr scheiß Ossis. Das geht einem so auf den Piss. Menschen, die die Mauer nicht mal miterlebt haben, schreien darüber, dass sie Kinder der Zone sind und feiern sich dafür, haben aber nicht mal im Ansatz die Ahnung, was die DDR für sie heute bedeuten würde. Lasst dieses Ost-West-Scheißgelaber einfach sein. Erstens, es nervt, und zweitens, wie lange soll für euch die Mauer noch in den Köpfen stehen? Es ist mir so egal, ob uns Ostdeutsche vorwerfen, wir seien sowieso nur neidisch auf sie und schuld an allem, oder ihr Ossis seid sowieso alle Nazis. Beide Aussagen einfach nur saudumm. Wir gehören zu einem Land und müssen solidarisch zueinander stehen. Am besten, wenn man mich fragt, solidarisch grenzenübergreifend. Und nicht nur die immer noch gedachte Grenze zwischen Ost und West, sondern länderübergreifend. Wir sind Menschen, und zwar egal, wo wir herkommen. Das wollte ich nur ganz dringend loswerden. Bitte lasst dieses Ost-West-Gerede. Es ist einfach nur peinlich. Also, jetzt wünsche ich euch erstmal noch eine schöne Restwoche. Und wenn ihr euch die Zeit bis Freitag, denn wie immer gibt es einen Livestream auf unserem Kanal, etwas verkürzen wollt, gibt es morgen ab 19 Uhr auf dem Kanal von Marklitz erneut den Plausch der Teufel. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr wieder mit dabei wärt. Bis dahin wünsche ich euch aber jetzt erstmal eine schöne Woche. Vielleicht sieht man sich morgen oder dann am Freitag. Bis dahin passt auf euch auf, bleibt vor allen Dingen gesund und leider sehen wir uns nicht im Blog, sondern auf der Couch.